Was geht, everybody? Oh, mir geht's so scheiße. Geht's uns allen scheiße? Flying Pikachu card in exchange. Do you happen to have a Clefairy level 15? Ja. Oh, tatsächlich. Das war einfach. Aber sollte das nicht eine Trophäe sein? Da. Geht's besser? Nein. Hallo Azrael, hallo Versi, hallo J-Gamer, hallo Mariko, hallo Sword of the Demon King, hallo Philipp, hallo Marco, hallo Angel. Wie läuft's? Oh, mir geht's schrecklich, aber mir geht's jetzt, ich bin ein bisschen zu spät dran, weil ich dachte zuerst, dass ich heute nicht streame, aber es geht doch etwas besser, deswegen streamen wir doch einfach. Poggers. 120 Streams. Ist ja nix. Hallo Stabilo. Oh, ich kann gegen Imakuni kämpfen. Lohnt sich das? Okay. Oh Gott. Moment mal, aber das hat sich geändert, dieser Sprite, oder? Dexnarf, auch gute Sache. Hast du so deinen Schwalbini bekommen? Oder steht 120? Na. Oh. Jetzt habe ich angefangen zu streamen. Jetzt geht's echt. Jetzt geht's mir wieder widerlich. Nee, ich wurde ja gestern. Der sieht aus wie ein Gegner aus One Punch Man. Ein bisschen, ne? Ich wurde gestern doppelt geimpft, also gegen Corona und Grippe. In einen Arm rein. Und gestern nach Silent Hill war es schon so, oh Gott. Geh ich mal ins Bett. Und gefühlt habe ich keine Sekunde geschlafen. Natürlich habe ich irgendwie geschlafen, bestimmt. Aber um 7 Uhr in der Früh, also ich bin um 3 ins Bett, um 7 Uhr in der Früh konnte ich nicht mehr und bin aufgestanden oder lag. Ja, bin aufgestanden, hab geduscht, war auch nicht besser und so. Aber das Verrückte war, und das ist auch so ironisch, ich hab damals Silent Hill 2 und Silent Hill 3 platiniert, vor über 10 Jahren oder sowas. Da kannte ich Rosa noch gar nicht. Und damals habe ich wirklich abnormal viel gezockt und PlayStation-Trophäen gehuntet. Also wirklich so, dass ich am Freitag von der Arbeit nach Hause bin und einfach das ganze Wochenende gezockt habe und zwischendrin von Tag zu Tag 5 Stunden geschlafen habe und sofort wieder aufs Sofa und weitergezockt. Und da habe ich an einem Wochenende Silent Hill 3 platiniert. Also ich habe so krass Silent Hill 3 gespielt, dass, und da war ich nicht mal krank, dass ich dann am letzten Tag auf Montag, wo dann wieder Arbeit war, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so viel gezockt habt, aber mein Kopf war nur voll mit diesem Spiel. Und ich habe das schon so oft versucht hier zu beschreiben, aber es fällt mir so schwer. Es ist wie Fieberträume, aber fast eher wie eine Halluzination. Also du bist dir bewusst, dass du schläfst gerade nicht. Es ist kein Traum. Aber du liegst halt so im Halbschlaf im Bett. Und das wird dann zu so einer Quest, dass ich muss
hier durch die Gänge durch und da ist ein Viech und dann muss ich das niederschlagen, damit ich endlich schlafen kann. Aber gleichzeitig denkst du dir, so ein Quatsch, schlaf doch einfach. Entspann dich doch einfach, du musst nicht Silent Hill 3 mehr spielen, du liegst im Bett, schlaf einfach. Und gleichzeitig ist, sobald man die Augen zumacht, sobald man sich entspannen will, ist sofort, bist du im Spiel drin und du spielst das Spiel und da ein um die Ecke und da um die Ecke. Und es war so schrecklich, dass ich das bis heute nicht vergessen habe, was das für ein nerviges, was das für eine nervige Nacht war. Und jetzt, ironischerweise, war meine Nacht jetzt wieder so. Nur diesmal, der hat gar keine Resistenz gegen mein Normal-Pokémon. Warum nimmt der keinen Schaden? Ach so, weil es wieder ein neues Pokémon ist. Und diesmal habe ich, also wir haben gestern Nacht ja Silent Hill 2 gespielt. Und ich habe so Bock weiterzuspielen, weil das Spiel echt Bock macht. Aber dann lag ich da komplett durch die Impfung so fertig, Kopfschmerzen und mein Arm so Schmerzen in diesem Arm. Rosa auch. Rosa konnte heute nicht mal einen Pulli anziehen. Die hat gesagt, wir hätten die Arme, beide Arme machen sollen, nicht nur beide in einen Arm. Ich warte auf ein Glutexo. Dass ich wirklich da lag und sobald ich versucht habe zu schlafen, so die Augen zugemacht habe, war ich sofort im Spiel wieder drin. War so rechts, links, wo sind die Hosen, Killen, oh mein Gott. Und dann wurde es wieder zu diesem, oh, ich muss da hinkommen in den Raum, wo der Schlüssel ist, um schlafen zu können. Und das habe ich so oft, wenn ich entweder ein Spiel komplett übertreibe oder wenn ich krank bin. Also oft, wenn ich einfach eine Erkältung habe, noch nicht mal Grippe, wenn ich leicht erhöhte Temperatur oder sowas, kriege ich echt diese Halluschläfe, sage ich mal. Halluzinationsschläfe. Und letzte Nacht war es so schlimm wieder, aber da war halt auch die Impfung dran schuld. Nehme ich jetzt wirklich Charmander, der Wasser... Fuck. Ich nehme Ponyta. Und das war so widerlich wieder. Also gefühlt habe ich kein bisschen geschlafen. Bestimmt habe ich irgendwie geschlafen. Und... ach... das war nur wegen diesem Dummen. So geht's mir mit Elder Scrolls Online. Boah, ich habe damals auch auf der PlayStation auch sehr viel Elder Scrolls Online gespielt. Energy Retrieval. Wie war das nochmal? Trade one of the other cards in your hand for up to two basic energy cards from your discard pile. Ich glaube, ich habe nur eine Energie. Okay. Du hast aber keine hast du eine Resistenz, weil dann bist du jetzt tot. Nein. Gotcha. Gotcha. Hallo Robbensohn. Hallo Lurky. Wird mal Zeit, dass der Schlafparalyse-Dämon Miete zahlt. Ich hatte noch nie Schlafparalyse und ich habe so Schiss davor, dass ich es irgendwann habe. Aber ich habe voll oft, wenn ich nur ansatzweise krank bin, diese Halluzinationsschlafs. Weil es sind keine Träume. Weil mir ist bewusst, dass ich im Bett liege und einfach nur schlafen will. Aber ich kann nicht, weil mein Kopf komplett überdreht mit irgendeinem Spiel oder irgendeinem Gedankengang, der nicht loslassen will. Und gestern war Silent Hill 2 und es war so widerlich wieder. Das ist so ironisch, dass es damals mit Silent Hill 3 auch so war. Ich mach den hier fertig. Du spielst aber Elder Scrolls Online auf dem PC wahrscheinlich, oder? Das hätte ich damals auch machen sollen. PlayStation-Version hat so viele Limitierungen. Allein, was du für kleine Mods reinpacken kannst und so. Oh, ouch. Charmander! Full Heal Energy. Spearow, unser MVP, wie immer. Mit Elder Scrolls Online war es bei mir halt so, da die Truhe noch, dann mache ich aus. Ich spiele es auf dem PC. Die Truhe noch, dann mache ich aus. Ja, ja, Elder Scrolls Online war bei mir auch, dass ich ohne Ende hinterher, also wirklich, du kannst nicht aufhören, wenn du da in dieser Welt rumläufst. Ich habe Elder Scrolls Online so weit gespielt, dass ich die Story auf 100% hatte.
Ich habe ein paar DLCs, ein paar Erweiterungen auch noch mitgenommen hier und so. Aber ich habe seit, glaube ich, 5 Erweiterungen nicht mehr gespielt. Aber allein halt Elder Scrolls Online wie ein Offline-Spiel zu spielen, also die Story komplett zu machen, alle Trophäen in der Story zu bekommen, war geil. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen online zu machen und bin kläglich gescheitert. Ein Beispiel war bei mir Elder Scrolls On... Was? Ah doch, ja, okay. Ich habe das Ganze, ich habe irgendwie 300 Stunden gespielt, nie irgendeine Rüstung gemacht, nichts irgendwie upgegradet, einfach nur Story gespielt, 300 Stunden. Und ich hatte dann all das Zeug, was ich in der Zeit aufgesammelt habe. Ach doch, das ist ganz geil. All das Zeug, was ich aufgesammelt habe in diesen 300 Stunden, habe ich dann alles in ein Rüstungsupgrade reingesteckt. Das heißt, 300 Stunden lang Story, alles durchspielen, hat mich... Dadurch konnte ich ein Rüstungsupgrade mir holen. Also so ein Grind war das, sodass ich dann sagte, ne. Und dann habe ich aufgehört, weil ich halt storymäßig alles hatte. Und dann habe ich online probiert und so buggy und so schwierig, also auf der PlayStation vor allem schrecklich. Ich habe alle DLCs, alle in die PvE-Content, den man solo machen kann, ist so schon so viel, ja. Und ich mag auch Dungeons zu rennen und sowas, aber Raids habe ich zum Beispiel auch nie wirklich gemacht. Es gab auf der PlayStation einfach viel zu wenige, die das gemacht haben. Es war sehr entmutigend. Wegen dem kann ich nicht auf dem Rücken schlafen, wegen dem Paralysedämon? Liegt er dann über dir? Boah, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist das wirklich so wie diese Horror-Videos, wo dann so ein Dämon in der Ecke sitzt? Was ist das? Was soll das? Ich will da gar nicht drüber nachdenken, weil ich Angst habe, wenn ich das irgendwie in meinem Kopf reinmache, dass ich dann das irgendwie auch erlebe, weil es irgendwie in meinem Kopf drin ist. Was habe ich für ein geiles Ember die ganze Zeit? Ich will wenigstens eine geile Karte von dem. Aber die Sprites von ihm sind geil. Nice. Was war hier nochmal? Tailslap 20. Let's go. Fireball 70 sogar. Na, du reine Seele. Ich bin eine reine Seele. Wie kommst du darauf? Hallo, Zellras. Wow, 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 was ist das? Was ist das hier? 10 times the number of heads. Ja, nix. Wobei, das ist einiges. Ich habe eine Serienempfehlung. Evil, da geht es auch unter anderem um den Schlafparalyse-Dämon. Kann ich mir nur bei Tag anschauen. Nee. Passt schon. Was macht man jetzt? Ich kann Gust of Wind machen. Hast du ein Pokémon, das... Okay, nein. Ich will irgendwie 30 Schaden machen jetzt. Das sieht schlecht aus. Oh, ewig wäre keine Energie mehr gekommen. Das wird nix. Hab dich positiv in Erinnerung behalten nach den ganzen Monaten, die wir uns nicht mehr gehört haben. 4 Jahre folgst du hier schon. Das ist ja fast so lang, wie ich streame. Ich streame seit 5 Jahren. Komm, 3 Nuller. Fuck, den halte ich aus. 0! Noch eine 0! Yes, I live. You die. Ich habe mein komplettes Setup heute auch umgestellt, also meine ganzen Monitore anders positioniert und die Kamera, sodass ich hier, jetzt fällt euch das auf, mich hat es die ganze Zeit so krass gestört. Ich gucke jetzt zum Content hin und wenn ich noch weiter nach links gucke, gucke ich auf den Chat, auch in eure Richtung. Ich habe das jetzt voll gut.
Ich glaube, damit bin ich jetzt ein bisschen glücklicher. Sword of the Demon King. Sword of the Demon King. Du bist ein Shiny Leufeo. Bist du noch da? Shiny Leufeo. Ah. Komm, gib mir was Geiles dafür. Booster Packs. Mehr. Mehr. Nidoqueen. Die Karte habe ich selber. Nidoqueen. Mehr. Blastoise. Double Colorless Energy. Die sollte ich mal in mein Deck tun. Das hat sich gelohnt. Hallo Tiny. Philipp, du bist ein Senesekt. Stabilo, du bist ein Simsala, was wir gestern in diesem Spiel hier grandios besiegt haben. Okay, ich muss den Drucker woanders hinstellen. Ich komme da jetzt nicht mehr hin. Baby, du bist ein Voltolos. Und Tiny, du bist ein Admurai. Some of my cards have returned. Verstehe nie, wieso es nicht nach Deutschland kam. Das hier. Vielleicht war das erste Spiel einfach kein Erfolg und dann dachten sie sich, sparen wir uns die Übersetzungskosten, Entwicklungskosten und die Shippingkosten und was nicht alles, die Lokalisierung und passt schon. Du glaubst nicht, wie viele Spiele nicht in Deutschland rauskamen, die in Amerika nur rauskamen. So viele. Aber Pokémon sind es echt nicht so viele. Das ist krass, keiner will kämpfen, obwohl ich alle jetzt befreit habe. Ich dachte, jetzt geht's hier voll ab. Habe ich die alle besiegt? Aber habe ich den besiegt, Isaac? Ich glaube nicht, ich muss seinen Sprite sehen. Nein, ich muss mein Deck wechseln, dann besiege ich den. Weil ich will noch ein paar andere Decks kriegen, bevor ich in die Hauptstory weitermache. Weil ich habe zum Beispiel, glaube ich, überhaupt kein Elektro-Deck. Your new mail cannot be received because your mailbox is full. Please delete some messages if you would like to receive new mail. Okay, das ist nervig. Gott, das dauert ja. Kann ich die einfach alle löschen? Ist uns das egal? Ich sag, das ist uns egal alles, oder? Warum? Warum soll ich Nachrichten löschen müssen? Ja, doch einfach Briefe. Was ist das für ein Mini-Speicher hier? Wollte los, erstmal Rückenwind rausholen. Grün kam auch nicht zu uns. Ja, aber dafür haben wir ja die bessere Version danach gekriegt. Aber ja. Ihr spielst abgesehen von Pokémon Go noch etwas auf dem Handy? Nee. Tatsächlich nicht. Bist du das Deck mit meinen ganzen Kampfmons? Ja. Okay. Nein. Oh mein Gott. Yes. Habe ich dich schon bekämpft? Ich glaube, den habe ich noch nicht bekämpft. Ich auch nicht, ich habe auf nur. Also, ich habe. Eine Sache, die nervt, ist, wenn du irgendwo im Urlaub bist, irgendwo weit weg bist, wo du kein Internet hast. Und du hast auch keine Konsole dabei. Weil wir waren einmal zum Beispiel hier irgendwo auf dem Land und es gab einfach kein Internet. Weil es so tief im Land war, dass da einfach nirgendwo irgendeine Verbindung war. Und dann pack mal so Handyspiele aus, die brauchen alle eine Internetverbindung, um gestartet zu werden. Selbst sowas wie Mario Run. Ich habe eine Zeit lang Mario Run gespielt, das ist echt cool. Ich glaube, das Mario Kart fürs Handy haben auch die Leute gemocht. Dieses Mario Run war geil.
Aber selbst Mario Run kannst du einfach nicht offline spielen. Aber was du offline spielen kannst, ist Carpador Jump. Also habe ich mir Carpador Jump runtergeladen und habe dann dort Carpador Jump gespielt. Und ich finde, es ist sogar eine ganz lustige kleine Pokémon-Spiel-App. Es gibt viele Handyspiele, mit der man seine Zeit verschwenden kann. Sei es, wie heißt dieses Spiel, wo man Virus verbreiten soll. Das macht doch auch immer Spaß. Funktioniert es überhaupt? Spark? Nein. Was geht durch, okay. Plague, genau. Plague Inc. Ja. Und dann gab es noch so eins, das heißt Transmission. Das ist so ein Rätselspiel, das ist ziemlich geil. Ich glaube, das hieß Transmission. Ich glaube, ich habe es nicht mehr auf dem Handy. Da ist es einfach so ein Rätsel-Taktik. Nicht Taktik, aber so ein Rätselspiel, wo man Verbindung machen muss nach bestimmten Regeln. Es war ganz geil, sieht ganz hübsch aus und kann einen auch ein bisschen süchtig machen, weil du da echt... Es ist ein geiles Rätselspiel einfach. Transmission, glaube ich, heißt es. Ich mache den jetzt hier fertig. Ey. Ich mache dauernd 60 Schaden. Aber zum Beispiel Master's X habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Es wird aber mit der Zeit langweilig, weil du echt nichts machst, außer zugucken, wie andere kämpfen. Oder wie du kämpfst, aber du kämpfst ja nicht wirklich selber. Aber ich renn hier durch. Mauri, du bist ein Pantifrost. Oh, Isaac. Was machen wir denn jetzt gegen mein Rihorn? Hat irgendjemand eine Empfehlung für gute Handy-Games? Immer wieder suche ich welche, weil ich mir denke, so manchmal ist es geil, einfach auf dem Handy was zu spielen, wenn man irgendwo wartet. Isaac? Traurig. Pikmin? Da musst du aber auch für rumgehen. Ich will was, wo ich einfach auf der Stelle spielen kann. TCG Pocket kommt bald für Europa? Ja. Ah, der Gacha wird nicht so schlimm. Du kannst maximal nur 150 Euro am Tag ausgeben. Okay, von dem habe ich nicht wirklich was Cooles bekommen. Ich sollte noch so viel mehr Sachen... freischalten können hier. Okay, die sind immer noch gekidnappt, die Grandmasters. Ich spiele nur Games, wo ich für raus muss. Good for you. Aber ist dieses Pikmin echt cool? Ah Mann, dann gehe ich halt weiter, dann... Oh. So eine Trophäe. Und mal 100, nur 150 pro Tag, dann muss ich ja wieder in Champagner und Kaviar investieren. Eben. Du hast noch nie ein Pikmin gespielt? Ich glaube, viele Leute wissen nicht, wie crazy Pikmin ist und wie krass schwer das auch sein kann. Ich kann es nur empfehlen. Pikmin mal auszuchecken. Man denkt so, oh, was ist das für ein kleines, süßes, dummes Animal Crossing Spiel. Aber in Wirklichkeit ist das so ein knallhartes, ja, wirklich so ein knallhartes, taktisches Echtzeit-Strategiespiel. Also Pikmin ist echt cool. Und es ist wirklich, eins ist, also drei ist besser als zwei, zwei ist besser als eins. Also du kannst jedes Mal, wenn du einen Teil hochgehst, oder vier ist besser als drei. Es gibt ja vier, ne? Also wirklich, jedes wurde besser. David? Jedes wird besser und Pikmin macht mega Bock. Also,
Wenn du es mal ausprobieren willst, kannst du einfach Pikmin 4 spielen. Oder 1 und 2 ist ja auch für die Switch draußen ein bisschen günstiger, als ein volles Spiel zu kaufen. Aber dann 2. 1 brauchst du wirklich, glaube ich, nicht spielen. Ich glaube, 2 reicht. 3 kostet wahrscheinlich genauso viel wie 4. Pikmin ist aber geil. Aber vielleicht ist es nicht deine Art von Spiel. Es kann sehr frustrierend sein, wenn man nicht aufpasst und alle Pikmins einfach vor einem verrecken. Also es ist so süß und strategisch und taktisch. Das ist echt... Pikmin ist cool. Aber ich glaube, das Handyspiel ist ganz anders. Also das hat nichts damit zu tun. Bam, bam, bam. Okay, ich merke... Die haben so Gift-Pokémon, ne? Und Gift-Pokémon sind eigentlich immer... Pflanze. Animal Crossing mache ich auch sehr gerne, aber es ist eben nicht wie Animal Crossing. Leute denken das, weil es süße kleine Tierchen sind, aber es geht darum, dass du... Es ist ein Ressourcenspiel, also du musst Sachen einsammeln und du sammelst die Sachen ein mit der Kraft der Pikmins. Aber du musst mit den Pikmins auch Gegner besiegen und dann gibt es Gegner, die einfach alle deine Pikmins überrollen und du verreckst komplett. Und dann sind all deine Pikmins tot. Und es geht auf Zeit auch, das Spiel. Also jeder Tag hat gewisse Stunden und... Keine Ahnung, wie lang geht ein Tag wirklich. Und so in der Nacht musst du wieder zurück, weil dann die Pikmins sterben sonst. Und dann hast du immer nur einen Tag Zeit, auf der Map alles zu machen, was du machen willst. Es ist sehr anstrengend. Aber cool, ich mag Pikmin. Wow, warum war das so stark? Hat er gerade Hornattacke gemacht? Es hat funktioniert und hat mir 60 Schaden gemacht. Wow. Bam, bam, bam. Das klappt nicht nochmal. Der wird nicht nochmal Hornattacke machen. Shit. Why are you here? Gib mir mal einen Tipp, wie ich gerade sitzen kann. Wie sitzen Leute gerade? Ich verstehe es nicht. Ich habe nicht die Kraft, um gerade zu sitzen. Das ist Training, gerade zu sitzen. Wie machen das Leute? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Wie sitzen die Leute gerade? Aber irgendwann? Wie machen das? Also ich verstehe es halt echt nicht. Nicht nachvollziehbar, wie Leute gerade sitzen können. Komm, gib mir Nidorino. Gib mir, gibt. Nidoran weiblich hält so viel mehr aus als männlich. Was kannst du dafür? Call for family, ah, okay. Come on! Yes! Komm, Nidorino. Wisst ihr, was es heute Abend zu essen gibt? Was ich heute schon vorbereitet habe? Katabiken? Wie kommst du auf diese Annahme? Unverschämt. Als ob ich so vorhersehbar bin. Es gibt natürlich Butter Chicken. Wieso hast du dich denn jetzt geheilt, ey?
Komm schon. Bei mir gibt es Tomatensuppe. Aber da ist ein bisschen was hoffentlich dabei. So ein Stück Brot wenigstens. Aber ich mag Tomatensuppe. Ich mag tatsächlich auch Tomatensaft. Aber nur im Flugzeug. Ich bin einer von diesen Klischees. Ich würde niemals Tomatensaft auf der Erde zu mir nehmen. Aber sobald du in der Luft bist und die kommen vorbei und dann sage ich Tomato Juice Man with some pepper. Und dann geht's ab. Und es schmeckt so gut. Ich weiß noch nicht mal, ob es anders schmeckt. Angeblich soll es ja anders schmecken, weswegen es Leute nur in der Luft oben bestellen. Was ja auch wissenschaftlich oder biologisch irgendwie erklärbar ist. Aber ich habe gar keine Lust. Ich habe nur Lust, das zu essen, wenn ich oben im Flugzeug bin. Ich habe gar keine Lust, das auf der Erde zu essen. Oh nö. Warum heilst du dich die ganze Zeit? Oh oh. Leech Life, uncool. So, was? Ich habe das falsche Deck natürlich gegen den, aber was macht denn jetzt ein Rihorn für einen Schaden gegen ein Golbat? Null! Es ist ich muss aufgeben. Ich würde gern aufgeben können. Warum soll ich denn jetzt das hier durchstehen? Ich habe keine Chance. <lacht> 120 Schaden. Aber die Kabinendruck ist doch nicht anders als am Boden. Warum schmeckt dann der Tomatensaft anders? Ich weiß nicht mehr der Grund, aber es ist wirklich so. Ich habe mal ein Video darüber gesehen, aber natürlich komplett vergessen, was die Erklärung ist, warum Tomatensaft anders oder besser schmeckt da oben. Auch wenn der Kabinendruck, klar, der simuliert so, als ob du unten auf der Erde bist, aber da oben sind so viele Sachen anders. Der Druck ist ja trotzdem komplett anders und vielleicht macht das allein schon etwas. Moment, ich hätte das andere machen sollen. Shit. Ich liebe Suppen. Also alles super. Esse ich halt jeweils zwei Schüsseln. Diese Creme Fraiche auf die Suppe. Ich wollte gerade sagen, dass ich das noch gewinnen könnte, aber jetzt hat er wieder Golbat gerufen. Eieiei. Keine Chance. Ich spring mal vor. Okay, was haben die denn für eine Schwäche? Ich hätte mal nachschauen sollen, was die vier für eine Schwäche haben. Aber der Typ ist eh nicht da. Eigentlich gegen die ganzen krassen kämpfen. Aber dann gehe ich jetzt mal in das Schiff. Oh my, that's a full GR coin, alright? Great, I'll allow you free passage to GR Island. Follow me. Aufs Luftschiff. Zeppelin. This airship will take us to GR Island. We'll leave immediately. I hope you've made your preparations already. Let's go. Ich könnte ein paar mehr Decks haben, aber ich schätze mal, dass ich da drüben auch Decks machen kann.
Der Bomber. Oh, das ist ein Pikachu Island. Was für eine krasse Insel. Das ist ja wie so Mario World 3 oder wie es hieß. Hallo, der rote Jay. Hab gerade gegoogelt, der Luftdruck in der Kabine ist anders als am Boden und die Luftfeuchtigkeit geringer, somit schmeckt der Tomatensaft intensiver und süßer als am Boden. Yes. Es ist der Luftdruck. Die Luft ist feuchter sogar. Nee, geringer. Okay. Ja, die Luftfeuchtigkeit im Flugzeug ist immer saugering. You're free to do as you please. Well, go on. If you feel like returning to your island, come and talk to me. Did you hear that some kid fought their way here to GR Island? That's me! Team GR King Villici. Villici. Okay, wir müssen am Ende wahrscheinlich Villici besiegen. Was ist hier? Pikachu, was ist das? Game Center! Hier ist das Game Center, okay. Da ist Roland, oh. If it isn't Leo, fancy meeting you here. This Game Center is built and is managed by Team GR. There are lots of slot machines and video games and you can play here. You can exchange the chips you win for a promotional card voucher. I just got a few vouchers myself. Here, take one. Bills, bills, bills! Das war eine versteckte. Nice. Promotional card, Bills Computer. Bring this card to the Bills Computer Game at the GR Game Center along with a copy of any of the following cards at any level. Okay, wie und dann? Give up both cards and you will get a special promotional card through the mail in return. Was macht die Karte? Da ist eine Anleitung drauf, was man machen soll, damit man... Okay, aber damit man Karten kriegt, aber was macht die Karte im Spiel? Okay, also ich nehme die Karte und löse sie ein gegen eine andere Karte, die ich will. Okay, das mache ich noch nicht. Ich habe Angst, dass ich dadurch irgendwas verpasse. Aber da steht Chips. Okay, die Musik ist lang nicht so geil wie auf meiner Insel. Welcome to the game chair. You don't have any chips, do you? Here, I'll give you 10 chips. Just remember that you can't take the chips outside of the center. Und jetzt? This table is for our coin toss combo game. How many times can you get heads before Tails ruins your streak? If you can get 10 heads in a row, you'll win a Mew Level 8 card. Wie soll ich denn 10 mal Kopf hintereinander würfeln? Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Da muss es doch einen Trick geben. Wie viel Münzen muss ich ausgeben, um das mal zu schaffen? The Black Box. It's quite a fun machine. Do you want to know how to use it? Yes. It takes 5 game chips to use the Black Box. 5 Pokémon cards are then placed into the box. Then the cards transform into different cards. You will receive your transformed cards through the mail. Eben, das wusste ich. Es gibt hier diese Blackbox und da kann man 5 Karten reinstecken und dann kriegt man 5 neue Karten. Also so kriegt man Karten, die man vielleicht noch nicht hat. Bills Computer. You can use Bills Computer to get new cards. Nee, new cards. You need a specific card before you can get any others, though. You additionally need 20 chips to perform the trade. Habe ich nicht. Interessant. Hier werde ich wahrscheinlich viel Zeit verschwenden müssen. Das ist ein Card Dungeon. 10 Münzen. Card Dungeon stelle ich mir so vor, dass ich hintereinander Spiele gewinnen muss. Und wenn ich eins verliere, muss ich wieder von vorne anfangen.
Oh mein Gott, Slots. Kann ich das selber drücken? Okay. Oh. Ah! Hit! Let's go! Ey, das machen die bestimmt, damit man süchtig wird. Das erste Mal gewinnt man automatisch. Ist das was anderes? Come on, come on, come on, yes! Hey, voll einfach! I'm rich! Was? Was hat er gesagt? I'm sure you've heard it 1000 times before. Anyway, good luck. Okay, nee. Vielleicht muss ich irgendwas 1000 Mal machen, um was zu bekommen. Okay, sau viele Spiele hier im Game Center. Uiuiui. Müssen wir wahrscheinlich alles machen. Ist das ein Achievement? Bestimmt. Soll ich mal gucken? Bestimmt, ey. Was ist hier das zum Beispiel? Draw Game. Ich muss mal ein Draw machen. Purchase a Mew Level 15 from the Game Center. Boah. Purchase a Bisaflor from the Game Center. Ishihara muss ich die ganze Zeit tauschen. Ich weiß nicht, ich finde es gerade nicht. Defeat Mary. Keine Ahnung. Aber ja, es gibt bestimmt hier Trophäen zu holen. Excuse me, could you come here? You still have chips, correct? I'm sorry, but the game center requires all chips to be kept here. Okay, also ich muss dich jedes Mal hier abgeben, aber ich krieg die wieder, gell? Okay, Game Center ist mit dem Pikachu drauf. Gehen wir mal hier lang. Brrr. None may enter. The dreaded Catastrophe Decks are sealed inside. Great Rocket King Village. Oh, hier ist gar nichts. Was? Okay. Next. Grass Fortress. Da, Grr X. What? You? Get over here. You're not a member of Team Great, Team Grr. It also seems that you're in possession of Pokemon cards too. That's good. I'd love to see your playstyle. Is it possible that you could oust my dark Pokemon? Oh Gott. Es ist noch nicht so lange her, dass ich gespeichert habe. Ich muss den Kampf gewinnen. Ist das dieser besondere Kampf hier? Der da? Defeat Ronald in the GR Grass Fortress. Missable, you must win this battle. Da steht Ronald. Ist das ein Spoiler? Ist das Ronald? Ah ne, hier steht Mask Mystery GRX. Ronald's GRX Deck. Hä, ist das Ronald? Ist mein Rivale verkleidet als das Bösewicht? Okay. Also ich muss den besiegen für eine versteckte Trophäe. Wenn ich das nicht schaffe, haben wir ein Problem. Pummeluff, du bist ein Frostetsche. Frostetsche. Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt gewinnen hier? Ich weiß halt nicht, was für Pokémon der hat. Dark Pokémon. Was hat er? Okay, Radfratz. Komm ich mit klar? Karten sehen so cool aus, manche Dark-Karten. Das Zubat sieht so viel besser aus.
Radikales. Radikal ist tatsächlich eine schlechte Karte. Komm. Kopf. Yes. Lehnen wir uns mal zurück. Zerstören ihn. Wieso hast du jetzt schon ein Dark Golbat? Sneak Attack. Er kann mir einfach 10 Schaden geben. Er kann einfach einem random Pokémon 10 Schaden geben. Einmal oder jede Runde? Nicht random, eins was er will. Jetzt lehne ich mich gerade zurück und jetzt denkt sich der rote Jay, ja lass ihn mal wieder nach vorne beugen. Nichts da. Come on! Hat er die Paralyse aufgehoben dafür, dass... Wofür? Das war so unnötig. Okay, wenigstens hat es nicht viel Leben. Aber es greift einfach random Pokémon von mir an. Hast du noch? Das ist dein einziges Pokémon, was du hast. Komm, irgendwie jetzt sauschnell den besiegen. Nächste Entspannung. Der rote Jay, du bist ein Flatiamo. Süß, das Liebes-Pokémon. Oh, er hat ihn nicht angegriffen. Das heißt, er hat auch kein... Ah ne, er ist dran. Shit, bitte leg kein Pokémon. Bitte... Er legt kein Pokémon? Er legt kein... Bitte... Kein er legt kein Pokémon hin. Ich kann ihn besiegen. Grux. Grux, die. Winning. So, da steht Ronald defeated. Was ist das für ein Spoiler? Das ist doch nicht Ronald. You've beaten me so easily, Leo. It is me, Ronald! Are you surprised? Nee, weil die Trophäe mich gespoilert hat. Aber ich meine, es hat mich schon gewundert, dass er meinen Namen kennt, weil ich habe den noch nie vorher gesehen. I've been using this disguise to spy on the area's activity. Take these booster packs, hopefully they'll help you beat Team Grr. Okay, das ist das, was sieht. Gut, gut. Wieder eine versteckte Trophäe. Oh, ein weiteres Lavados, aber das habe ich, glaube ich, schon. Das hässlichste Onix, das existiert. Oh, ich würde gerne erkennen, ob, also, wo sind die Augen? Also, da sind die Augen, aber die Augen sehen aus, als ob es so traurig nach oben guckt. Aber ich glaube, das sieht nur so aus. Ganz schlimme Karte. Oh. Oh. Nightly Garbage Run, die Karte will ich auch irgendwann mal durchlesen. Ein Mewtwo, ein Dark Flareon, Dark Primeape. Sieht sehr einsam aus. Okay. Ich habe schon knapp 200 Karten, ey. Meine wird es wahrscheinlich voll schwer, die letzten zu bekommen. Dark Pokémon, they only fight challengers if their decks meet certain conditions. Moreover, some have also added special dueling rules. Battle with the rules in mind and take advantage of their odd effects. Okay, krass. Was für ein Pokémon war's? Du warst ein... Ich hab sofort die Karte genommen, Mann. Du warst ein Flatiamo. Flatiamo. So, gucke ich mal kurz die anderen versteckten Sachen an, jetzt wo ich schon heute 2 wieder freigeschalten habe. Die anderen versteckten. Claim Mewtwo from the first Challenge Hall Event, missable. Achieve before getting the GR Thunder Coin. Okay, ich muss in die Challenge Hall
und Mewtwo gewinnen. Claim Dark Persian. Achieve before getting both the GR Fire and GR Water Coin. Und dann Pikachu vor der Psycho Coin. Und Bills Computer vor der. Auch vor der Psycho Coin. Krass, das heißt, eigentlich sollte ich jetzt in die Challenge Hall gehen und versuchen, diese Karten zu gewinnen, damit ich die nicht verpasse. Muss ich mich schon wieder nach vorne beugen? Hedge Goodman, du bist ein Blutzuck. Oh, es geht voll weit. Oh mein Gott, es geht so weit. Fighting Fortress, Challenge Hall. Ah, da ist die Challenge Hall. Was ist das? Fire Fortress. Oh Gott. Water Fortress. Electric Fortress. Challenge Hall. We aren't holding a cup now, though. We thank you for your patience. Okay, was muss ich machen, damit ein Cup gehalten wird? Ich habe eine weitere Bildkarte gekriegt. Was habe ich dafür hergegeben? Nice. So viele Trophies. Wie geht's dann ab jedes Mal, wenn es da oben Bling macht? Okay, warte, ich gucke nochmal. Claim Mewtwo before Thunder Coin. Also Thunder, Feuer, Wasser, Psycho. Die darf ich noch nicht haben. Also kann ich... Hier ist Electric, da ist Gras. Feuer, Psycho, Fighting, Wasser. Thunder, Water, Psychic, Fire. Das heißt, die Gras hier kann ich machen. Grass Fortress muss ich machen, okay. Bin mal gespannt, was es hier für Regeln gibt. Aber dann wechsle ich mal auf mein Feuerdeck. Ich schätze mal, dass die hier ein bisschen abgehen. Ist das mein Feuerdeck? Ja. So, wie geht das jetzt hier? Das ist aber nicht so nett hier. Was macht ihr denn für komische Sachen? Good afternoon, are you Liu? I'm Melissa, one of the members of Team Gruss Grass Fortress. It's nice to finally meet you. I was told you would be coming. As per Team... Ich nenne die jetzt Great, okay? As Team Great's order, you must fight me to open this gate. So will you have a duel with me? Win and you get some new cards. Of course, you may also advance and will free this guy behind me. Isn't he the master of the science club on your island? Oh yeah. He's free to go, if you can defeat me, of course. Melissa? Warte, ich speichere. So, und was gibt's jetzt hier für extra Regeln oder sowas? Okidoki. We'll have a pleasant match. 4 Karten los, okay. Und jetzt sind wir im neuen Bereich, wo wir auch neue Gegner, neue Sprites haben. Cool. Bisschen komisch, dass sie am Anfang einfach alles gleich gelassen haben und dann kommen erst die neuen Sachen. Wobei die Team Greats sind ja auch schon neu. Spearow, 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 Growlithe, Growlithe, Growlithe. Vulcano, Vulcano, Vulcano. Raupi, das ist doch gut. Bitte nicht. Wäre so tot gewesen. Das darf ich bestimmt nicht angreifen. Oh!
Oh mein Gott. Es sieht doch nicht mal so aus, als hätte sie ein anderes Pokémon. Bitte. Sehr danke, weg. Und war es das? Nee, Blutzug. Das gleiche Spiel nochmal. Einfach. Okay, gegen Radfratz kann ich das jetzt nicht machen. Trickery. Eine Preiskarte wurde ersetzt. Ratata Lusasa. Was macht Super Potion? Ach ja, da verliert man eine Energy Card. Das habe ich letztes Mal schon verkackt. Komm. Oh mein Gott. Jetzt machst du bitte Zahl, damit du mich nicht killst. Come on. Yes. Oh mein Gott, sie ist jetzt so viel Pech. Und jetzt mache ich nochmal Kopf und alles ist gut. Das war's. Dafür habe ich jetzt meinen Superzahn. Komm, ruf was Krasses. I dare you. Okay, Hornlio, krass. Poison Check und es funktioniert einfach. Jetzt so ein Hyperheiler. Glurak. Aber ich kann Computer Search machen und mir einen Hyperheiler suchen. Vom Dark Charizard werden wir eh nicht haben. Full Heal heißt das. Ich kenne mich auch inzwischen aus. Full Heal Energy. Let's go. Wobei, dann kriegt er jetzt eine Energy. Egal, dann kann ich Super Potion machen. Taktik. Oh Gott, ich blick so durch. Irgendwann muss ich mir aber ein richtig geiles Deck bauen. Wahrscheinlich kann ich das schon. Ich muss mal googeln, was man für gute Decks sich bauen kann. Ich meine, ich habe schon 200 Karten von den 400. Da muss doch genug dabei sein. Wie schon wieder vergiftet. Ich muss Super Potion machen. Bringt gar nichts, Superfang. Ich muss trotzdem dreimal angreifen. Dumme ungerade Zahlen. Oh nö. Wie ist es? Superfang rundet auf, oder? Rundest du auf? Wo steht es? Rounded up to the nearest 10. Okay, dann machst du jetzt ordentlich Schaden. 3. Aber das war's, das überlebe ich nicht. Aber dann kommt mein Ponita und killt es und dann habe ich gewonnen. Taylor,
Taylor, hallo. Einen Moment. Taylor, du bist ein... Ich glaube, das ist ein Normie-Finn. Weil ich glaube, bei der Entwicklung habe ich die habe ich auch Super-Finn hin und nicht Normie-Finn. Du bist ein Normie-Finn. Winning! Aber das war's doch jetzt noch nicht. Oh well, I guess I lost. Ein Delfin. Ja, du bist ein Delfin. Dark Arbok, was für eine geile Karte. The Boss's Way. Oh, ein Dark Aquana. Dark Rapidash, habe ich schon so oft. Dark Raticate. 203 verschiedene Karten habe ich jetzt. Ich wette, der Typ will jetzt gegen mich kämpfen, oder? Thanks for your help, Leo. Please take this card as thanks for your valiant rescue. Relaxo. Hungry Snorlax. Heißt die Karte so? Promotional Card. Place one food counter on Snorlax. You can't place a food counter on Snorlax if it already has two. Was ist denn ein Food Counter? When you use this attack, you may remove as many food... Was sind denn Food Counters? Okay. I'm going to return to the Science Club. Feel free to stop by when you're back on our island. I'd be more happy to have a duel or two with you if you're game. Okay. Und jetzt? Da kommt jetzt der nächste Raum erst. James is waiting for you there. Okay. Krieg ich hin. Das heißt, es ist so richtig dungeon-mäßig, man geht da durch. So, yeah, finally made it over here, eh? Name's James, but I'm more commonly known by another name. Oh my god, it's... Grr number one. Okay, aber also du musst dich nicht verkleiden, alles gut. I'll show you the true strength of my deck. Das heißt, das ist jetzt der letzte? Was ist dann der letzte Raum? Haben wir hier 6 Karten, dann ist es der letzte. Oder gibt es jetzt irgendwie ein Duell mit 10 Karten als Gewinn? Bonita. Okay, Bonita ist aber ganz gut. Aber Eevee kann schneller angreifen. Glaube ich. Nee, nicht wirklich. Mach trotzdem Eevee. Dieses Nebulok. Masterball. Look at 7 cards from the top of your deck. You may choose a basic Pokémon or Evolution card. Meisterball lässt sich einfach ins Deck schauen und die ersten 7 Karten, dass du dann Pokémon rausnehmen. Oh, was für eine süße Bisasam-Karte. Frighten, ist das Groll? Darf ich jetzt nicht angreifen? Nervig. Okay, ich bereite einfach meinen Ponita vor. Ponita ist richtig krass, wenn es Galopper ist. Wenn. Diese Bulba. Ah, diese Bisasam-Karte ist so knuffig. Okay, ich könnte jetzt schon mit Ponita angreifen. Was macht der mit seiner Attacke? Your opponent may not use trainer cards during his or her next turn. Okay, achso, das heißt, ich kann gar nicht Switch benutzen. Ich kann keine Trainer-Karten benutzen, wenn er die Attacke macht. Ey, ich kann Dark Charizard haben, ich brauche nur einen Glumanda. Aber... Doch, die war schon krass, die Karte. Mit dem Continuous Fireball, das war schon lustig gestern, wie ich einfach 200 Schaden gemacht habe und alle Feuerenergien dadurch verloren habe. Das war eine geile Karte. Geil, der sorgt dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit
mich nicht auswechseln kann. Aber ich könnte einfach Retreat machen. Ich kann auch kein Bill benutzen. Okay, kann ich Retreat machen? Nee, ich brauche eine Energy Card. Ich will keine Potion Energy benutzen. Er bereitet sich jetzt immer besser vor. Mach mal eine Attacke, Mann. Oh, nervig. Ah, soll ich die Energiekarte auf mich drauf tun? Nervt der Fernseher eigentlich? Soll ich den lieber ausmachen? Diese Stromverschwendung. Schauen wir mal sein Deck an. Was ist denn hier los? Okay, er bereitet vor, aber die mache ich alle sowas von fertig mit Bonita. Warten wir noch eine Runde, mal schauen, was passiert. Ah, schau, jetzt greift er an. Confusion Check. Nix da. Ja, ich bin auch noch Resist. Bill. Feuer, nice. Ich jetzt einen Galopper ziehe, ey. Irgendwas, was mich Galopper ziehen lässt. Okay, dann switchen wir jetzt auf Ponita. Machen Flame Tail. Was nichts bringt leider. Mach nicht den Sieg. Bitte verwirr mich jetzt nicht. Das wäre tragisch. Und da setzt der Golbert ein. Aber warum? Einfach weil er Angst hat. Ekstase. Galopper! Yes, das heißt, ich mache jetzt sogar Galopper daraus, nehme dann eine Potion Energy, werde geheilt und kann jetzt Agility machen, was so eine geile Attacke ist, weil sie mich einfach beschützt. Ich kann nicht angegriffen werden. Galopper ist viel zu OP. Kannst mir nix. Und jetzt habe ich sogar Charmander, jetzt kann ich keinen Glurak bauen, was ich eh nicht brauche. Komm, hol deinen Bisasam. Mach deine Bisasams platt. Alles. Warum bin ich vergiftet? Unverschämt. Du bist schon schwach, ja. Schwach. So eine süße Karte. Ich glaube, das ist die beste Bisasam-Karte, die ich je gesehen habe. Wobei, es gibt schon echt krasse Karten inzwischen. Unfassbar schöne. Da waren die damals echt ein Witz. Wer ist denn da? Right, Raid. Du bist ein Fatalichar. Nee, Morcha. Oder? Morcha. Morcha. Winning! Daisuke will auch noch. Daisuke, du bist ein Wummer. Wummer. Dang it, beaten again. Ta, take this. Mehr Karten. Gib sie mir alle. Dark Arbok, Dark Electrode, Dark War Turtle. Es chillt. The Boss's Way. Grimer. Ist das die Grimer-Karte? Ja, die unter den Rock-Grimer-Karte. Unverschämt. 205. Open Sesame.
Go quickly, Liz is waiting for you in the other room. Okay, es war nicht der letzte Kampf. Oh, is it my turn already? James is so unreliable. I'm Liz, of course. I'm also a member of Team Grr. I'm addressing Leo, this child-defying Team Girl, correct? Ja, 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 ja. Was ist deine Condition? Oh, warte. Da war aber doch was Wichtiges. You may only use grass energy. If you put any other type of energy in your deck, I won't fight you. Okay, krass. Okay, das ist ein Problem. Sowas habe ich nicht, glaube ich. Elektro. Ich habe ein Elektro-Deck. Hey. Elektro. Feuer. Feuerwasser. Ja, ich glaube, ich muss wiederkommen. Ich habe kein einziges. Ah, hier sind Gras drin, aber auch Kampf. Ich glaube, ich muss wiederkommen. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo ich mein Deck bauen kann? Also, ich kann überall mein Deck bauen, aber. Es gab ja diese vorgegebenen Decks. Das würde ich lieber gerne benutzen. Geht schneller, glaube ich. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurück. Nur für mich fliegen wir. Ich fühle mich wie Taylor Swift. Im Private Jet fliege ich da um die Welt. Zu weit. Jaha. Ist bei Ishiharas Haus was? Ich glaube, ich kann bei ihm hier bei der Maschine ein Deck machen, das aus Gras besteht. Fighting Deck, Grass Deck. Fast Growth Deck. Get Nidoran Deck. Nettle Forest. Bio Growth Deck. Okay. Keine Ahnung. Was ist dieses 7 und 21? Ist 7 die Pokémon? Machen wir das erste. Examen. Nur Grasenergie. Okay, gut. Also mit dem dürfte ich kämpfen. Mr. Fuji. Paras. Gloom. Oddish. Giflor. Keine Ahnung, wie es sich damit kämpft. Was ist hier? Hier ist auch normal drin. Das darf ich wahrscheinlich nicht. Aber das ist das Nidoran-Deck. Nur Gras, das geht. Wir haben dieser Sam, Paras, Knofensia, Pinsir. Okay, also 1 oder 3 Grad. Und hier auch Retter, Nidoran, Slimer. Das ist eher so das Giftdeck. Wobei es ist alles Gift. Hier sind Nidorans halt. Nidorans sind halt echt nicht schlecht. Dorina. Ich glaube aber, ich nehme das erste. Oddish. Gloom. Wildplume. Ja, 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 ja. Aras. Parasek war, glaube ich, ziemlich krass. Die können alle auch sofort angreifen, aber es sind nicht so viele. Mr. Fuji. Okay, ich nehme das erste. Load Deck. You don't have all of the cards required to make this deck. Ach so. Okay. Warte, da sehe ich, was ich habe. Oh, no, 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 no. Die fehlen mir. These are the cards you will need in order to make this deck. Die habe ich nicht? Krass. Okay. 18. Und das Forest Deck? We don't have all the cards. Oh Mann. Okay, ist doch nicht so einfach. Ich dachte, ich krieg einfach die Karten.
Nicht ansatzweise. Okay, ich muss mein eigenes Deck bauen. Nervig. Das dauert jetzt. Mini. Prankster Deck. Gib mir Boosters. S. Mehr Boosters. Magneton, Butterfree. Gut, 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 gut. 207. Okay. Welches Deck löse ich hier auf? Diese Crafty Decks kann ich ja alle nachbauen. Also dieses Vierer war, glaube ich, Elektro. Das will ich erstmal nicht. Dismantle. Yes. Yes. Deck Record Machine. Nee, nee, passt schon. New Deck. Also nur Grasenergien. Ich habe 18. Ich gebe mir alle 18, oder? Und dann nur Gras. Pokémons. Soll ich dann das eine auflösen, wo Gras drin ist? Ich habe keinen Metapod zum Beispiel. Tangela. Tangela war immer geil. Was war Pinsir? Slash. Okay. Nehmen wir Pinsir. Weezing. Self-Destruct. Trau mich nicht. Poison Gas, Confusion Gas. Gemeines Pokémon, okay. Executor. Teleport. Diese Karte. Ah, ich habe kein Ultrigaria. Paras. Parasek. Okay, nehmen wir von beiden eine. Scratch 20 Spore. Scratch. Das ist doch viel besser. Oddish. Oddish. Wie süß ist diese Karte? Die ist einfach da sitzt. Nidoran. Ich glaube, ich mag das männliche lieber. 30 ist zwar nervig, aber dafür habe ich dann dieses Nidorino. Floor. So anstrengend immer. Aber Solar Beam ist einfach 60 Schaden. Vielleicht, das scheint nicht so schwer zu sein dann. Okay, ich habe jetzt noch 11 Karten für Trainer. Ist das zu wenig? Aber ich habe zu viele Pokémon-Karten. Ich habe zu wenig Energie, kann das sein? Energy Retrieval, Energy Search, gib her, Super Potion, nee. Professor Eich, Art of Potion ist hier, zwei Stück. Gust of Wind, zwei Stück. Computer Search kann ich nicht, Digger. Plus Power, Scoop Up, Pokémon Trader. Dex, Pokémon Breeder. Was ist eigentlich The Boss's Way? Search your deck for an Evolution Card with Dark in its name. Nee, nee. Bill? Was ist dieser Garbage Run? Choose up to 3 basic Pokémon Cards. Evolution Cards and or basic Energy Cards from your discard pile. Okay, ich muss sie dem Gegner zeigen. Ich kann einfach 3 Karten aus meinem alten, aus meinem Müll wählen. Lieber Switch. Okay. Safe. Nennen wir das? Was? Wir nennen es
vor 20. Okay. Schauen wir mal. Hab das TC noch nie gespielt. Was bringen die Energien? Was bringen die Energien? Das ist ja komplett. Das, also ohne Energie geht gar nichts. Wenn du ein bisschen zuguckst, siehst du es. Also es ist einfach. Die Regeln von Pokémon TCG sind echt nicht schwer. Du hast einfach eine Pokémon-Karte, die kämpfen kann. Und du musst den Gegner besiegen. Und Attacken brauchen gewisse Energien. Und um die Attacke auszuführen, musst du halt eine gewisse Anzahl an Energien haben und dann greifst du an. Hallo Carmine. Hallo Sylpharion. Jedes Mal, wenn ich, ne, ich, die ganze Zeit lege ich Energien auf Pokémon, um angreifen zu können. Ich weiß nicht, kennst du irgendein anderes? Gott. Nicht falsch? Electric auch. Kennst du irgendein anderes TCG wie Magic? Ist der erste Teil genauso? Der erste Teil ist genauso, nur du befindest dich nur auf der ersten Insel und du hast keine Bösewichte. Also du kämpfst einfach gegen die Liga und dann ist fertig. Du musst einfach jeden Arena-Leiter besiegen und hast du fertig. Schauen wir mal. The deck only has grass energy. Great. We may begin our fight. Ich glaube, ich habe viel zu wenig Grasenergie. Ich hätte das andere Deck, glaube ich, auch auflösen müssen. Liz. Du siehst nicht böse aus. Hallo Gameboyland. Weedle. Ich habe viel zu viele Pokémon. Ich habe nur ein Hornliu. Viel zu viele Entwicklungen habe ich. Yu-Gi-Oh! Bisschen, aber eher das Yu-Gi-Oh! Von vor 15 Jahren. Hab gehört, heutzutage gewinnt man da immer nach paar Zügen. Bei Yu-Gi-Oh! Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, mit was man bei Yu-Gi-Oh! Energien vergleichen kann. Muss man da auch irgendwas? Da kann man doch sicher nicht einfach mit einem Monster angreifen. Man muss doch auch bestimmt irgendwas vorbereiten. Willst du mir sagen, der Gegner hat Feuer-Pokémon und zwingt mich, mit Pflanze zu kämpfen? Ich dachte, wir haben jetzt beide Pflanze. Boah, hardcore. Ich bin jetzt tot. Ich kann ihn nicht besiegen und ich habe keine Pokémon-Karte. Wow. Ah, hier hat sie auch Pflanze. Das heißt, vielleicht muss ich Pokémon in mein Deck nehmen, die keine Feuerschwäche haben. Hold a second. Es gab einen zweiten Trading Card Game für den Game Boy. Ja, kam aber nur in Japan raus. Das hier ist ein Fan-Mod, damit es Englisch ist. Jemand hat sich die Mühe gemacht. Cool. Das war ja ein cooler Kampf. Soll ich jetzt alle Pflanzen-Pokémon raustun, die keine Feuerschwäche haben? Oder soll ich einfach hoffen, dass sie kein Feuer-Pokémon nimmt? Also, der zweite Teil zwingt einen, wirklich Decks zu bauen. Viel zu viele Pokémon-Karten. Ich löse mal das andere auch auf. Dann habe ich mehr... was ist das hier, oder? Nee. Bulbasaur, Weakness. Die haben keine Weakness. Die haben Psycho-Weakness. Vielleicht hat sie aber auch Psycho-Pokémon. Okay, und dann... Also die Gift-Pokémon haben Psycho. Oh,
selbst Angela hat Feuer. Mist. Der englische Text ist ein Mod, genau. Nehmen wir einfach von allem ein bisschen weniger. Vor allem die, die Schwäche haben. Okay, nochmal. Oh Gott. Wie viel sind es? Es sind noch 4 Gewinne, okay. Hallo Faulgott. Bis wann hast du gestern noch Silent Hill gezockt? Bei euch war es wahrscheinlich 3 Uhr morgens. Und da bin ich ins Bett und habe Fieberträume von Silent Hill gehabt und habe kaum geschlafen, weil ich Hallus geschoben habe. Halt wirklich. Das gleiche hatte ich schon damals bei Silent Hill 3. Das liegt nicht am Spiel, es lag daran, dass ich 2 Impfungen abgekriegt habe und einfach krank bin. Frage an die Experten hier. Wieso kommt Rayquaza nicht, wenn ich Groudon und Kyogre im Team habe, in einem roten Portal, alle sonstigen gefangen außer Cresselia? Keine Ahnung. Musst du googeln, was du da machen musst. Ich weiß das nicht. Du redest wahrscheinlich von Oras. Ich habe nur einen Slimer, was unter den Rock guckt. Ja, Slimer gegen Slimer, let's go. Sie hat auch nur Grimer. Hallo, Kaisi. Kaisi, danke schön für deinen Raid. Wie geht's? Dankeschön, wir spielen den zweiten Teil vom Gameboy-Spiel TCG. Falls euch Pokémon was sagt. Und das ist ein Mug. Shit. Gift ist so übertrieben, dass es zweimal einfach schadet. Wo sind meine Pokémon, Mann? Alter, ich ziehe nur Entwicklungen. Er killt mich jetzt. Kann ich mal mehr als ein Pokémon ziehen? Was ist Sticky Hands? Silvercoin affects this attack does 10 damage plus 20 more damage. Paralyzed, okay. There is a chance. Hupf! Shit! Hab gesehen, hier wurde zuletzt auch Silent Hill 2 gezockt, deswegen dachte, dass ich mal auch mal hierher raide. Ja, nachts spiele ich zurzeit ab und zu Silent Hill, aber ich bin ein Pokémon-Streamer. Wie findest du Silent Hill 2? Ich finde es großartig. Sie haben es sehr gut hingekriegt. Treu zu bleiben dem Original, finde ich. Also, aber gleichzeitig modern zu sein. Das war's. Schon wieder noch eine Karte gezogen. Alter, großartiges Game, hab das Original aber leider nie gespielt. Dann hat's ja jetzt genug Zeit. Hättest du mal davor machen sollen. Und dich über die Steuerung und alles Mögliche aufregen. Nee, es ist ein komplett anderes Spiel, das Original.
steuert sich ganz anders. Hallo Fjordian. Dankeschön für 68 Monate, Fjordian, hallo. Coughing? Mehr habe ich wieder nicht. Ich habe immer noch ein Pokémon. Zu viele Entwicklungen. Ich könnte es entwickeln. Nice. Jetzt kommt das Glück. Was treibt der Fjordian in seinem Leben inzwischen? Smog macht 20. Großartig. Nehme ich. Er ist eh schon vergiftet. Ich muss doch nicht eine Münze werfen, wenn es schon vergiftet ist. So hat sich das Spiel umgekehrt. Und dafür habe ich ein fettes Deck gebaut. Mega müde sein. Oh, ich auch. Oh, ich auch. Ist Coughing ein Pun aus Husten und Sarg? Ja, yep, das ist die Raucherlunge, Raucherlungenkrebs, Pokémon. Also wirklich. Coughing. Husten. Sarg. Smogmog. Die Amis haben sich ein bisschen härteren Namen gegeben. You've got a lot of skill. Since you have defeated me, I shall open the doors leading to Parker. Immer noch? Es hört gar nicht auf? Ich dachte, du bist die Krasse. Aber gut. Was hat der jetzt für eine Bedingung? Nur Feuerenergien. Was macht Elios Mind so? Ich wurde gestern doppelt geimpft und mich hat's zerdeppert, ey. Mir tut alles weh. Und ansonsten, man lebt, wie man schläbt, ne? Man lebt. Es kostet's Leben. Es klingt auch so, als ob es läuft. Du hast zu tun, also läuft es. Habe ich gespeichert? Welcome to the Garden of Light. I'm Parker, the GR Leader of Grass. Yes, I am indeed Parker. But you, you are Leo, correct? I assume you're after my coveted grass coin. If that's the case, you must first challenge me to a battle and win. By the way, there are special rules when you duel here. Grass Pokémon are immune to sleep. Poison Paris. Okay, Gras-Pokémon können alle nicht. Oh, mein Deck ist nur auf Gift ausgelegt. No status condition at all. It's an amazing addition. Now that you're aware, shall we duel? Nee, weil dann nehme ich jetzt ein Feuerdeck. Ja, wir können es probieren, aber ich glaube, dann nehme ich einfach ein Feuerdeck. Oder gilt noch die Bedingung von davor? Mein Feuerdeck ist nur... Weg jetzt, oder? Ne, hier ist es. Ich nehme jetzt mein Feuerdeck. Wenn die Bedingung ist, dass ich nicht... Ich kann das eh nicht dann. Passt. Okay, der sieht ja mal harmlos aus. Du hättest gerne weniger zu tun und schmeißt du alles hin? Nein, nein, nein. Jetzt schuften, um dann Zeit zu haben. Ich hätte schon 4 Pokémon. Kopf! Kangama. Was ist eigentlich für eine geile Attacke, dass du einfach eine Karte ziehen darfst. Bereite ich Ponita vor? Nee, deswegen ist es ein bisschen angreifend. Das Ding hält so viel aus.
Dieses Baby ist einfach nur 5 Pixel groß. Wo steht die Abkürzung GRRR? Great. Team Rocket. Great Team Rocket. Also Great Rocket. Team Great Rocket. So. So wie Rainbow Rocket, nur Great. Oh Gott. Flip 4 coins, this attack does 20 damage. Nur Zahl! Nur Zahl! Nur Zahl! Nur Zahl! Nur Zahl! Nur Zahl! Fuck! Nur Zahl! Nur Zahl! Stopp! Oh nein! Aber ich hab 50, oder? Nein, ich hab genau 40. Alle Energie verschwendet. Autsch! 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 Da ist Galoppa. Okay. Cheat. Mit Galoppa kann ich das schaffen. Was hat Kangamas für eine Schwäche? 0, 20, 42, 0! Yes! I live! Hat Kangama eine Kampfschwäche? 3 Kangamas. Ja, hat eine Kampfschwäche. Nix da, Pflanzenmensch hier. Ocean Energy. Super Potion kann ich nicht einsetzen. Come on. Gott, wie der sich vorbereitet. 0. 20. 0. Komm, nochmal 0, dann überlebe ich. Nein. Das wird ein bisschen schwer. Und noch ein Galopper. Cool, es ist ja richtig gut, wie das hier alles verteilt ist. Nächste Runde könnte er weg sein. Und noch eine Feuerenergie. Mal schauen. Fuck, okay, 20. 20. Yes. Komm, ich brauche Agilität, dann ist alles geil. Was wähle ich mit Vulpix? Aha, 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 aha. Komm schon. Hat er auch sogar Wasser-Pokémon. Der hat überhaupt keine Pflanzen-Pokémon. Was ist das für ein Trainer in der Pflanzen-Arena? Null Pflanzen-Pokémon. Yes. Ja. Das muss wehtun. Das muss wehtun. Komm, Feuer. Jawoll. Jawoll, jawoll. Agilität. Kopf. Nein. Jetzt kommt er mit seinen Shiggies und macht mich fertig. Schiggis. Warum? Was bist du für ein Pflanzenmensch? Moment, was ist das für eine Energie da drauf? Was ist das? Was ist das für eine Energie? Noch nie gesehen.
Oh, ich kann das nicht mal anschauen. Was ist das für eine Energie? Stella? Gibt es das wirklich? Das sieht halt wirklich aus wie Stella. Was ist das denn? Ich habe es noch nie gesehen. Also ich brauche einfach nur Glück. Dann kann der mir nix. Come on. Fuck me. Was ist das für ein Shiggy Sprite? Ach, der ist doch ganz cute. Oh geil, er macht nix. Kann nix machen. Ich kann auch nix machen. Die dümmsten Karten ziehe ich. Ey, und das größte Pech. Hill, gut. Wieder Shiggy, aber ohne Energie. Blattenergie bringt ihm, glaube ich, gar nichts. Jawohl. Bill, come on, gib mir ein Pokémon. Radfratz, okay. Komm schon, Kopf muss jetzt mal. Oh Gott. Der zieht keine Energien, der hat keine Energien. Trotzdem, du brauchst Wasserenergien. Sag mal, hat der Shiggies aber keine Wasserenergien? Ganz schön blöd. Ich finde, der sieht etwas übererfahren aus. Ja, ne? Das ist hier ein Kinderspiel. Erwachsene nicht erlaubt. Kangama. Nicht vorbereitetes Kangama. Sweet. Dafür kann er jetzt die ganze Zeit Karten ziehen. Noch mehr Shiggies. Was für ein seltsames Deck hat der. 3 Kangamas. 10 Shiggies, die alle kein Aqua haben. Gust of Wind. Das wäre eine Überlegung wert. Gloom. Gloom ist dead, oder? Weakness. Ja. Gloom. Gloom, 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 gloom. Gloom, 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 gloom. Miese Hand, miese Hand. Was geschieht? Der Controller reagiert irgendwie mit Latenz. Komm. Oh, nee. Ach so, übererfahren, habe ich gelesen. Überfahren. Shiggy sieht überfahren aus. Warum? Er schwimmt. Vielleicht ist es im Wasser. Überfahren. Wobei, stimmt. So, als ob da ein Reifen über den Panzer gefahren wäre. Der Panzer sieht voll flach aus. Na gut. So, ich kann hier jetzt einen Glurak einfach machen. Ich habe nur 0 Energie. Aber ich habe Energy Retrieval. Wow, krass. Agilität einfach die ganze Zeit am Ablosen. Oh, man kann sogar Shell Attack machen mit 2 Nicht-Wassersachen. Okay, dann braucht Shiggy echt keinen. Das ist ja mal krank. Gut, macht nichts. Du bist jetzt weg und dann hast du, glaube ich, keine Shiggies mehr. Komm, schütz dich. Oh mein Gott. Okay, noch eine. Sein Deck hat das Problem, dass er einfach keine Energiekarten hat. Gar nichts. Und er braucht 4 für Kangama. Switch. Ich meine, wenn ich jetzt... Wie viel Schaden mache ich, wenn ich auf... Fireball. 70. Aber du hast um einiges mehr als 70. Nicht so viel mehr. Okay, also ich kann jederzeit locker... Ich gewinne auf jeden Fall. Außer er hat jetzt irgendwas Krasses, was er einwechselt. Tiny, was wolltest du uns Tolles mit uns teilen?
3 Grasenergien. Jetzt überlebst du nicht. Ich könnte jetzt einfach mit Glurak, aber das ist halt... Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss halt 4-mal würfeln. Aber 2-mal würde reichen, ne? 2-mal macht 100 Schaden. Ja, es passt schon. Das Verwerten des überfahrenen Shiggy. Was? Was? Ach, das... Ich hasse die Videos. Schau, und deswegen werden Links gelöscht. Videos sehen viel zu eklig aus, finde ich. Und wer hat denn da gewonnen? Und jetzt schütze ich mich. Unaufhaltbar. Hahaha, I seem to have lost. Seltsame Gyarados-Karte. Horus. Komm, gib noch eins. Devolution Spray. Warum gibt es das eigentlich in Wirklichkeit nicht? Additionally, to show your victory, I must give you the Great Grass Coin. Oh, es ist sogar die Golbit Coin. Okay. You will be allowed to enter the Electric Fortress. Ja, es ist jetzt einfach wie so eine Stadium-Arena. Man kämpft sich jetzt einfach da durch. Aber jetzt muss ich in den Dome. Kann ich nicht überall hier lang? Nee. Jetzt muss ich in den Dome. Und da kann ich jetzt, glaube ich, eine Mewtwo-Karte gewinnen. Wie auch immer man das macht. Ist das das hier? Ja. Nicht mal die Hälfte aller Karten habe ich. Halt. Muss gehen. We aren't holding a cup now. Oh, come on. Aber, das... Hier steht... Claim Mewtwo from the first Challenge Hall Event. Missable. Achieved before getting the Thunder Coin. Und die nächste, die ich mir hole... ist die Thunder Coin. Fighting Fortress. Okay, warte, nee. Doch, Electric Fortress. Weil Fighting Fortress ist wahrscheinlich einfach zu. Ja. Ich muss. Und Fire Fortress, ich meine, aber ich... Die sind alle zu. Ich kann nur in Lightning. Aber die darf ich nicht machen. Vielleicht muss ich sie einfach nur aufmachen. Thank you for visiting. Okay, bla bla bla. Vielleicht ist hier etwas? Duel Peter? Nee, ich hab Angst vor dir. Geht's jetzt? Oder, aber dieses Spiel hat doch kein... Ich meine, Kristall hat auch eine Uhr. Ist das vielleicht an einem anderen Tag? We aren't holding a cup now. Ich muss das googeln. Challenge Cup. Pokémon Game Boy TCG2. Challenge Cup. Challenge Hall. Mewtwo.
Ja, Mewtwo ist der erste Preis, den brauche ich. Ah ne, hier. Ja, Mewtwo, genau. Collect all GR Coins Pieces. When a player enters the Challenge Hall, when the Challenge Cup is occurring, they are brought to a stage and seated at a table. First Challenge Cup will automatically start after the player has completed the GR coin with a specific price guaranteed at that time. Ach so, das ist auf der anderen Insel. Holy shit. Ah. Ist auf der anderen Insel. Das hier ist Challenge Hall von GR. Und ich muss in die Challenge Hall von TC. Okay. Hallo Beast. Rayquaza ist da. Was hast du anders gemacht? Was hast du gemacht? Beast! Du bist ein Deoxys. Wenn du das jetzt nicht wertschätzt. Aber ich will Gengar. Du bist Deoxys, Mann. Hier, nee, ist der Dome. Doch, doch, ist ganz okay. Hätte wenigstens shiny sein können. Hello! I'm pleased to announce that we are currently holding a challenge club. Let's go! Will mitmachen. Yes. Ich mag mein Feuerdeck. Stephanie. Wie viel sind es? Drei oder so, gell? Oh, nee, nicht die. Die hat drei Mewtwos. Ist es die mit den drei Mewtwos? Oh. Ich weiß halt nicht, welches Deck ich nehmen soll. Wenigstens bin ich nicht, habe ich keine Schwäche. Hallo zu Rumi. Gar nichts, einfach random, da nachdem ich zweimal Cresselia. Okay. Oh ne, ich kann sogar. Ich hier. Mein Sparrow ist sogar. Resistenz. Hahaha, das ist das Psychodeck. Also das Anti-Psychodeck hier. Geil. Dann komm mal mit deinem Mewtwo. Oder lieber nicht, aber Mew. Ich nehme Mew. Okay, Ghastly. Heck! Drei Mewtwos, macht an auf Kaiba und fusioniert die dann. Das ist aber Yu-Gi-Oh, oder? Kaiba ist der Typ aus Yu-Gi-Oh. Gengar hat sie gezogen. Chill. Lass meine Ratata in Ruhe. Ratata. Hm.
Hey, nice. Okay, noch zwei. Aber es ist nicht so, dass... Okay, ich kann speichern zwischendrin. Das ist krass. Okay. Es ist nicht so, dass wenn ich jetzt verliere, dass ich das verpasst habe. Would you like to change your deck? Ich weiß doch nicht, was der hat. Nö. Andrew ist, glaube ich, ein Steinmensch. Ratata. Schnell, schnell, schnell. Der darf nicht drei Energien haben. Blutspende. Boah, ich muss auch mal, ich wollte auch noch mal gucken, wo ich hier Blut spenden kann. Es ist so einfach und hilft so sehr. Was ist das für ein Rizeros? Mountain Break. Boah, die ersten fünf Karten nehmen und alle Energien daraus darf man sich nehmen. Und es macht sogar 20 Schaden, 10 Schaden. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du... Nee, die Weakness von Charmander. Okay, es ist alles gut. Dann ist doch keine Weakness. Für mich geht's jetzt rein in Legends Arceus. Zweimal durchspielen wegen Cupidos. Sweet. Stimmt, das muss ich ja dann auch machen. Zweimal. Aber es geht schnell. 8 Stunden. Und ich beeil's bis in 8 Stunden durch. Das Einzige, was dauert, ist, wenn du nicht perfekt die Pokémon im Pokédex registrierst und dadurch immer zu wenig Punkte hast. Kriegst du hin. Kostenloses Sub und Cookies habe ich bekommen. Lohnt sich. Gesund ist es? Es ist für dich gesund, Blut abzunehmen? Echt? Weil du Neues produzieren musst dadurch? Bam, bam, bam. Badam. Oh, nice. Oh mein Gott, wir rennen durch. Oh mein Gott, wir rennen durch. Der Sprite wurde dem... Also der kleine Charakter wurde dem Sprite nicht gerecht. Change your deck. Du bist bestimmt Feuer, ne? Feuer gegen Feuer, passt. Ah, ich hätte speichern sollen. Ne, du bist Elektro. Okay. Brandon. Und die testen dein Blut auch. Was ich ja krass finde, also es ist nicht ganz so wild, aber wenn du tätowiert bist, darfst du ja kein Blut spenden. Zumindest nicht 6 Monate, glaube ich, nachdem du das letzte Mal tätowiert wurdest. Oder? Mir hat mal jemand gesagt, deswegen hat Ronaldo keine Tattoos, weil er dauernd Blut spenden will. Und dann könnte er ein halbes Jahr lang kein Blut spenden. Piercing gehört auch dazu. Was ich halt nicht verstehe, ist, das verstehe ich halt einfach nicht, weil du die testen ja eh das Blut. Also ich verstehe, dass du sagst, okay, die Gefahr, dass du irgendwas hast am Blut, weil du tätowiert bist, was auch immer. Es gibt noch krassere Gründe, so dass sie das nicht zulassen und so. Aber egal, die testen auch eh dein Blut.
Oh Gott, was tue ich? Shit. Ah ne, war gut. Geil, die Entwicklung hat das Tailwhip aufgehoben. Weil die testen es doch eh und dann würden sie ja sehen, ah ne, da ist was Blödes drin. Also ich verstehe jetzt nicht, was das bringt, das zu verbieten. Fuck, warum habe ich das nicht auf den drauf? Ja. Internet steht, es könnten Entzündungen entstehen. Hol? Für mich? Was? Okay, das check ich noch weniger. Ehrlich? Weißt du, wenn man lügt? Ich meine, deswegen testen sie ja das Blut. Was ist, die können ja nicht sicher gehen, dass man nicht gelogen hat. Ob die sehen, ob mein Tattoo älter als 3 Monate ist oder 6 oder 2, das sehen die doch nicht. Ich finde das komisch. Ach, ich wollte mir die Energie geben. Oh Gott, ich bin so blöd. Shit, man. Bitte nicht jetzt um, ey. Wenn ich Tattoo und Blutspende eingebe, kommt auch direkt, warum Ronaldo keine Tattoos hat. Schau. Charmander. Oh Gott, Blitzer. Bitte greif nicht an. Das greift so krass an. Ich will auf keinen Fall nerven, nur siehst du, wenn noch eine Fusion offen ist. Sag doch einfach, dass deine Fusion noch offen ist. Vor Ewigkeiten. Was hast du getan? Was ist das? Ist das Owei? Warum? Warum? Eine Galopperkarte. Vielleicht wollten sie auch einfach vorsorgen, damit sie nicht unendlich viele Blutbeutel wegschmeißen müssen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist doch so gering und es ist doch eher so, ich nehme doch alles, was ich kriegen kann und wenn ich es eh teste, schütte ich halt das Blut weg, was halt eine Entzündung hat oder so. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du ein Tattoo hast, dass es... Aber das kann auch nicht sein, dass du was haben kannst, was noch nicht im Test erscheinen kann. Deswegen könnte es sein, dass du Blut abgibst, wo die nicht feststellen, dass es was hat, weil es erst später sichtbar ist oder so. Aber das wäre doch auch komisch. Ich nicht verstehen.
Menu. Die Tätowierung an sich stellt nicht das Problem dar, sondern der Fakt, dass deine Haut penetriert wurde. Um sicherzustellen, dass keine Infektion oder Entzündung stattgefunden, wie zum Beispiel Hepatitis hat, gibt es eine viermonatige Wartezeit. Nach dieser Wartezeit ist zum Beispiel eine Hepatitis-Infektion im Blut sichtbar, soll es zu einer Ansteckung gekommen sein. Aha, eben, was ich meine. Es gibt Krankheiten, die erst im Blut viel später auftauchen. Deswegen musst du diese Mindestzeit abwarten, dass jede Krankheit sichtbar ist in der Blutspende. Krass. Okay, ich bin schon tot. Einfach 20 Schaden mit nur einer Feuerding ist schon krass. Okay, was haben wir noch? Pikachu. Das kann nix. Okay, jetzt kann's was. Oh mein Gott, was ist das für ein dickes Raichu? Nein, schon wieder 30 Schaden. Okay, ich könnte es jetzt zu einem Glutexo machen. Bringt mir noch nichts, das stimmt genauso. Krass, scheiße, Mann. Geht das? Nee, ne? Wenn man zu wenig spendet, können sie es auch nicht verwenden. Man hat bei einer Spende auch nur begrenzt Zeit, um den Beutel zu füllen. Was? Und dann drücken sie so. Ja, Kacke. Das wird nix. Was passiert jetzt? Muss ich neu laden? Kann ich einfach neu probieren? Krass, nee. Das ist echt verpassbar. Ich habe die Mewtwo-Karte jetzt verpasst und kann sie nicht wiederholen. Außer natürlich. Ich lade neu. Weiß ich, aber ist die Frage, ob der gleiche danach wiederkommt, dann weiß ich, was ich machen kann. Hallo Jan. Schlechte Rattata-Karte. Habe ich die überhaupt? Bonita vorbereiten und dann win ich das. Rizeros. Shit.
Was bringt mir denn Glurak? Ich könnte es jetzt besiegen, wenn ich Rapid Dash nehme und zweimal Stomp würfe. Dann ist Rizeros weg. Und dann die Runde danach mache ich aber nur 30 Schaden und dann müsste ich warten. Ah, ich werde doch niemals zweimal würfeln. Ich habe doch nicht kein Vertrauen. Aber ich habe Angst, dass es mich auch umbringt. Okay, let's go. Komm schon. Ja? Ach, das macht 30? Ah, ich dachte, das macht 20 und 20. Okay. Das Rihorn hat, glaube ich, sogar die Arme verschränkt, oder? One, two strike, 30 plus. Boah. 50 Schaden. Feuer. Yes. Komm, schütz dich. Yes. Ich brauche einen Full Heal, bitte. Das macht sogar Harden, anstatt mich anzugreifen. Interesting. Ah, stimmt, das kann mir ja nicht wehtun. Oh, Mann. Ich dort drauf gehe, Mann. Aber ich schütze mich. Komm. Ah. Kangama bereitet er vor. Bringt mir alles nix. Komm schon. Nice. Jetzt macht er wieder Harden. Also er muss mich angreifen, damit ich ihm Schaden machen kann. Das heißt, es muss jetzt so lange gut gehen, bis ich mich heilen kann. Galoppa. Galoppa ist tot. Aber wie kommt es, dass du den Blutbeutel nicht füllen kannst? Zu wenig Druck. Warum sollte man denn den Beutel nicht füllen können? Interessant. Ich habe schon oft Blut abgenommen gekriegt, aber ich war noch nie beim Blutspenden. Was eigentlich eine Schande ist. Oder Plasma spenden, ne? Gott, dieses Rizeros bringt mich ja instant um. Rattata kann auch nicht mal wirklich was machen. Nee, keine Chance. Bräuchte Wassermons. Vier Kampfenergien. 60. Das war's. Das hat sich für ein geiles Glück freuen. Continue duel. The game will continue from the turn in the duel when the power was turned off. Das Ding hat quasi eine Autosave-Funktion.
Ja, aber da habe ich gerade verloren. An dem Punkt. Ja, deswegen ist er immer verwirrt. Okay. Das ist eine leichte Nadelphobie, wodurch sich die Adern bei mir zusammenziehen und nichts mehr durchlassen. Wenn eine Nadel drin steckt, sobald die Nadel wieder draußen ist, blutet das wie Sau. Krass. Krass. Da war ich immer verschont. Also ich habe überhaupt kein Problem. Ich war auch schon oft im Krankenhaus und lag da eine Woche und dann kriegst du ja richtig einen Zugang gelegt. Ich auch nie ein Problem gehabt. Ich guck nur nie hin. Wobei, ich guck nie hin, wenn sie die Nadel reinstechen, aber wenn die Nadel drin ist, gucke ich immer hin, wie das Blut rausfließt. Das finde ich immer faszinierend, wie schwarz es ist. Ist denn da jetzt ein Kangama, ey? Wieder einfach unverschämt. Hallo Küken. Ich muss das so lange machen, bis ich vier hintereinander besiege, sonst verpasse ich die Mewtwo-Karte. Man sollte wirklich unterschiedliche Decks hier haben und dann muss man halt wissen, welcher Charakter was ist. Und dann kann man sich super gut darauf vorbereiten, aber ich weiß das nicht. Ich muss einfach Glück haben. Gerade habe ich Andrew einfach in der ersten Runde besiegt, weil er keinen Mon mehr hatte. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie gewonnen. Vielleicht haben wir jetzt wieder Glück. Vielleicht hat er nichts und bereitet nichts vor, weil er nichts hat. Außer ein Ammonitas, verdammt. Ja, auch krass, so viele Karten, wie der zieht. So, was kommt jetzt? Ammonitas. Ist Ammonitas gut gegen meinen Glumanda? Das ist blöd. Was hat gar keine Energie? Was tut der denn? Galoppa, oh, ich hab keins. Ork. Gibt es eine Übersicht, welche Achievements verpassbar sind oder woher weißt du, wann du welches Achievement machen musst? Ja, da gucken wir die ganze Zeit drauf. Auf der Website von den Achievements kannst du ordnen nach verpassbar und ich lese sie die ganze Zeit durch, um sicher zu gehen, dass ich das nicht verpasse. Und da steht halt dann, hole die Mewtwo-Karte und daneben steht in Klammern, musst du machen, bevor du den Blitzorden hast. Und ich weiß, das nächste, was ich jetzt mache, werde den Blitzorden holen. Deswegen weiß ich, ich muss jetzt die Mewtwo-Karte holen, weil nach dem Blitzorden ist das nicht mehr möglich. Das ist bei dem Spiel nur so einfach. Es gibt bestimmt Spiele, wo das sehr kryptisch ist und dann muss ich googeln, um herauszufinden, wann das kommt oder ob ich es verpasse oder so. Aber meistens ist, weil es ja eine Community ist, kannst du auf die Trophäe draufklicken und stehen da drunter Tipps, wie du das kriegst. Oh, da ist mein Ponita. Das sollte ich doch schaffen. Jetzt kommt Relaxor. Uff. Das meine ich eben, das sorgt dafür, dass man alles in diesem Spiel macht.
Aber ich glaube, als Kind habe ich diese Mewtwo-Karte mir nicht geholt. Oder halt, weil das gab's schon im ersten Teil. Ich habe das Spiel natürlich als Kind nicht gespielt, aber das gab's schon im ersten Teil. Okay, ich brauche mich nicht heilen, das bringt nichts. Ich kann eine Potion Energy machen. Body Slam. Nur 30 für ein Body Slam. Wäre Glutexo Blesser gewesen. Ich kann einen Flammenwurf mit 70 Schaden. Aber ich mache jetzt einfach Kopf und alles ist gut. Jawohl. Da kommen auch Bock drauf, 100% zu sammeln. Do it, es ist so einfach. Do it. Und man kann es ja auch in Smaragd machen und in Diamant und in Schwarz-Weiß. Die haben auch alle Trophäen. Nicht nur die seltsamen Spiele, die ich hier spiele. Komm, Kopf. Oh. Was hat er denn jetzt noch? Erstmal Regidex beenden. Ey, mach so wie ich, alles gleichzeitig. Wie geht es euch? Es geht. Come on. Come on. Onyx kann mir wenigstens nichts. Ich habe nur Angst, dass er in Austausch gegen Rizeros und Rizeros mich dann one-hittet. Er bereitet gerade irgendwas Krasses vor. Ich muss schnell genug sein. Komm, Kopf, dann habe ich's. Mist. Hallo Eva. Dieses Rizeros ist, glaube ich, so stark. Aber er macht's nicht, er wechselt nicht ein. Winning. Und diesmal nicht vergessen zu speichern. Dann sollte der Elektromensch kommen. Aber ich habe mein Kampfteam, glaube ich, aufgelöst vorhin. Ist eh geil. Aber das ist voll krass. Ich kann einfach während einem Kampf die Konsole ausmachen, den Emulator ausmachen. Und wenn ich dann das Spiel wieder starte, kann ich wieder in den Kampf zurück, wo ich ausgemacht habe. Und das auf einem Gameboy-Spiel. Es ist der gleiche Typ, ne? Das heißt, es ist jetzt schon vorbestimmt, welche Trainer kommen. Ja. 10.000 Volt Stack. Ich weiß gar nicht, was das für eine Mewtwo-Karte ist. Irgendeine besondere wahrscheinlich. Ponyta. Charmander. Ich spare mir immer Ponyta auf. Das ist wichtig, dass ich dann Galoppa ziehe und Ponyta nicht direkt drauf geht am Anfang. Oh, Zapdos einfach. Was machst du? Oh nein. Das braucht doch bestimmt 4 Elektro, oder? Reicht. Du hast gerade einfach 10 Karten gezogen. Was ziehe ich? Scratch. Oh. Komm, der braucht jetzt ewig. Der hat jetzt einfach 0 Elektroenergie. Und verdammt. Oh, er hat nicht auf Zapdos die Elektroenergie getan. Okay, verwirrt. Dann gluten wir. Ich besiege einfach einen Zapdos jetzt. Er hat schon wieder einen Raichu. Dieses Raichu macht, glaube ich, 50 Schaden mit Donnerblitz. Macht. Ah, Scratch macht nur 10. Verdammt. Mm-mm.
Er hat gewechselt, die Sau. Er hat sein Zapdos weggetan, die Sau. Ah, oh. Vertikal. Bringt mir alles gar nichts, bringt mir alles gar nichts. So viel schöne Feuerenergien einfach weg, die könnte ich alle auf meinen Ponita drauf tun. Kann mich noch? Doch, das ist die 60er Attacke. Aber dafür sind alle Elektro-Dinger auf seinem jetzt weg. Okay, das ist gut. Oh, ich weiß gerade nicht, ob Eevee. Doch, Eevee wichtiger. Kann Eevee schon angreifen mit einer? Ja, ne? Okay, ich kann mich schützen. Klexzone. Klexon? Du bist ein Navi-Taub. Gibt's heute Chicken Korma? Nee, heute gibt's Butter Chicken. Butter Chicken ist immer noch das Beste von allen. Von den indischen Gerichten, die ich bisher probiert habe. Aber ich habe auch nur Palak und Korma probiert. Butter Chicken ist immer noch am besten. Und es ist einfach zu machen. Sehr einfach. Oh, warum habe ich jetzt die Quick Attack gemacht? Ah, es macht 30 Schaden vielleicht. Nice. Hey, JJ. Tsurumi, du bist ein... Ich glaube, das ist ein Nee, das ist ein Panikon. Habt ihr alle brav das neue Video gesehen? Brutalanda Level 9? Ich hab's Gefühl, Dragoran Level 10 wäre viel krasser gewesen. Müssen wir das machen? Das war klar, dass es irgendwann kommt, aber es kann mich angreifen. Oh Gott, es kann schon wieder mit 60 angreifen. Alter. Gutes Video. Danke. I'm dying here. Verschwendung. Dieser Fuß ist so geil. Wum. Wieso heilen? Das wäre jetzt weg gewesen. Komm, kein Elektro. Warum hast du so viele Karten? Du musst Elektro haben. Aber er tut es nicht auf Raichu drauf. Weil Raichu jetzt gone ist. Und ich kann gleich das Pokémon wieder wechseln. Sweet, sweet, sweet. Ich brauche nur mal ein Galoppa. Und Energien. Das war die erste erst. Weil sein Zapdos zurückgezogen hat. Wieder ein Pokémon ohne Elektro. Was bereitet er vor? Was macht er da? Ah, 20er. Ich muss die 30er machen und die 20er. Ich kann ein Pokémon austauschen. Zapdos, er hat Zapdos komplett geheilt. Wann hat er denn das gemacht? Wow. Unfair. Nee, dann wechsle ich nicht aus. Nee, dann ist alles okay. Dann machen wir die 30er und hoffen, dass ich einen Galopper ziehe. Alles ist auf Galopper abhängig in meinem Deck. Galopper oder Glutexo. Er gibt die ganzen Elektroenergien dem Zapdos. Aber das Zapdos kann ich schnell wieder weghauen. Ey, gib mir Galopper, Mann. Wow. So, noch nicht Zapdos jetzt. Genau, mach Eevee. Dann habe ich ein Zapdos. Ah, jetzt kann es roten Schlag. Oh, yes. Schon wieder radikal. Okay, das war gut gemischt. Da war nämlich kein Galopper.
Ah ne, Feuer. Ram, bam, bam, bam. Ich habe Angst vor dem Zapdos. Ich glaube, wenn das 4 Elektroenergien hat, dann macht es einfach die ganze Zeit 80 Schaden oder so. Aber jetzt so Pech mit roten Schlag. Komm, noch eins. Ich hab's so krass aufgeholt. Er macht Electek. Ist das vorbereitet? Nein, nicht wirklich. Oh, das andere Electek sieht süß aus. Thunder Punch 30 plus. Oh, 40. Ich bin tot, wenn er... Oh, ich bin tot. Oh, mein schönes Ponita. Puh. Okay, 1 zu 1. Charmander! Ich halte einfach 2 Angriffe von Electek aus. Was soll ich denn da jetzt tun? Oh, ich habe Potion vielleicht. Ah, warte, ich kann sein Pokémon auswechseln. Hilft mir das? Zapdos, Zapdos, Electrobus. Das braucht 3 Energien, bevor es angreifen kann. Das kann gerade richtig krass sein. Und das kann man nur retreaten mit 2 Energien. Okay, ich muss auf das Electrobus. Warum hat er sein... Wie hat er sein Zapdos so krass geheilt? Mit einer krassen Heilung. Okay, das heißt, ich kann Gust of Wind machen und hole das hier. Das kann sich jetzt nicht wirklich wehren. Und wir können schon mal 30 Schaden machen und ich hoffe, ich ziehe mehr Feuerenergien. Und er kann es nicht wechseln, er braucht mindestens 3 Runden, um mich anzugreifen. Er gibt ihm nicht mal eine Elektroenergie. Also er will noch nicht mal mit dem Electek angreifen. Vielleicht hat er auch Switch. Wenn er Switch macht, dann bin ich gone. Aber... Wir haben es fast, wir haben es fast. Noch eine Attacke danach, ich muss noch nicht mal eine Feuer, ich muss einfach nur meinen Scratch machen. Bitte, mach nicht Switch. Kein Switch. Es hat geswitcht. Er hat geswitcht. Er hat geswitcht. Er hat 4 Elektros. Thunder, 60. Boah, war das knapp. Wie er einfach switcht. Ich hätte gerade gewonnen. Nein. Warum schaffe ich diesen Elektrotypen nicht? Es war klar, dass von den 7 Karten eine Switch-Karte drin ist. Again. Ich muss das heute noch schaffen. Jetzt kann ich nicht kochen. Ich schaffe das mit meinem Deck. Mein Deck ist okay. Mein Deck ist überhaupt nicht okay. Mein Deck ist passabel. Da ist ja mein Rapidash. Jetzt kriege ich nur keinen Ponita wahrscheinlich. Hallo, Benjen Sakai. Ich. Was mir gegenüber? Du. Was ist das denn für ein... Wie viele Pokémon hat er? Er hat nur Eevee. Es ist sogar das. Okay, kann ich Abitag retreaten einfach? Oh yes, ich kann. Okay. Okay, let's go, let's go, let's go. Es ist Glumanda. Komm schon, beeilen, dass er kein Pokémon auf die Bank legt. Dann habe ich's. Kein Pokémon ziehen, kein Pokémon ziehen. Oh nein, er zieht 2 Karten. Kein Pokémon, kein Pokémon, kein Pokémon. Nochmal 2 Karten. Kein Pokémon, kein Pokémon. Da muss ein Pokémon jetzt dabei gewesen sein. Oh, es war kein Pokémon dabei. Und ich kann angreifen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Kein Pokémon, kein Pokémon, kein Pokémon, kein Pokémon. Kein Pokémon? Komm, ich überlebe. Ich überlebe? Ich hab gewonnen. Manchmal ist es so geil. Ich habe gewonnen. Muss nur schnell sein. Bam. Bim, bidi. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der letzte Kampf. Mit 6 Preisen. Und dann habe ich's. Ah, ne, hab schon. Ah, 3 Kämpfe. Deswegen war das so schwer vielleicht. Level 30 Mewtwo-Karte. Achievement. Wo ist es?
Challenge Hall 1. Das ging. Das war nicht so schwer. Wenn ich jetzt mehr Decks hätte, die unterschiedliche Sachen könnten, dann wäre das noch einfacher gewesen. Speichern. So, und jetzt, wenn ich jetzt eben gucke in meine Missable Trophies, dann sehe ich hier. Genau, ich habe Claim Dark Persian Before Feuer und Wasser. Da bin ich noch nicht. Claim Pikachu vor der Psycho-Münze. Und Claim Bills Computer vor Psycho auch. Ja. Gerade muss ich nichts mehr auf nichts aufpassen. Ich kann jetzt einfach gegen Team Grrr weiterkämpfen. Gib mir Packs. Pack. Habe mich eben gewundert, was das für ein Game ist, bis ich erfahren habe, dass es nie außerhalb Japans released wurde. Gleich direkt mal zocken. Jawohl. Es gibt ein English Fan Translation Patch, den du draufhauen kannst auf das Original. Und es ist wirklich wie das, was wir damals gespielt haben, nur halt mehr, doppelt so viele Karten, Rocket Dark Karten dazu. Und jemand hat nachgeforscht, wie es mit dem RNG aussieht. Anscheinend ist es mit dem RNG hier unfair. Also es ist kein echtes RNG. Also der Münzwurf entscheidet sich anscheinend immer für den, der gerade hinterher ist. Also man, es ist verrückt, wie oft man schlechtes, also Pech hat. Du hast so krass viel Pech einfach. Aber das macht es auch irgendwie spannend. Okay, in die Ding gehe ich jetzt nicht, aber wir können mal hier nochmal gucken. Ich war vorhin irgendwo looking for a Clefable. Habe ich Clefable? Oh, ich habe einen Clefable. Das ist aber kein... Achso, ich krieg die Togepi-Karte. Ich wollte gerade sagen, das ist aber kein Clefable. Clefable. Aber ich kriege eine Trophäe dafür. Oder? Ja, Ishihara 2. Ich glaube, bei Team Grill habe ich doch vorhin noch einen Kampf gesehen. Schau, das ist die Karte, wie wir sie kennen. Und jetzt gibt es eben bei den Bösewichten Team Great Rocket. Ein komplett neues Gebiet. Was einfach so Arenen hintereinander sind, die man schaffen muss. Hallo, Ferret. Ja. So, wo war ich? Wahrscheinlich war das in der Gras-Arena. Airport Sealed Fortress. Ach, da komme ich noch nicht rein, oder? Ach, das ist komplett sealed hier. Was auch immer das sein wird. Vielleicht ist da der End-End-End-Boss drin. Ich glaube, hier war vorhin einer, der kämpfen wollte. War es nicht du? Was ist du? Niemand wollte. Okay, niemand wollte hier kämpfen. Dann vielleicht bei Electric. Electric muss ich immer als nächstes machen. Irgendwo wollte jemand kämpfen. Hier war das. Du wolltest kämpfen. Yes. Okay. Den besiege ich jetzt noch. Peter, du siehst aber sehr erwachsen aus. Du weißt, das ist ein Kinderspiel. Peter. Mit dem knallrot-schwarzen Hintergrund. Charmander! Das ist falsch, Charmander! Was ist das für ein Hintergrund? Warum ändert er sich? Bosses Away. Search a deck von Evolution Card with Dark. Ja, das ist für ein Dark Deck.
Dark Dragonite. Das sieht nicht sehr glücklich aus. Alter, instant Relaxo hier auf dem Feld. Uff. Oje, mine, oje, mine. Komm, hau du Brust. Wenn du mich jetzt einfach attackieren lässt, dann habe ich Relaxo besiegt. Wenn er jetzt klug ist, setzt er gar keine Energie auf Relaxo. Okay, er macht's. Das könnte knapp sein. Komm, komm, lass mich angreifen. Oh oh, reicht 3? Nein, er greift dich an. Ist das sein einziges Pokémon? War da nicht vorhin noch irgendwas? Kann nicht sein einziges Pokémon sein. Warum sollte er die Energie hier drauf tun, wenn er weiß, dass er stirbt? Die AI ist gut genug hier. AI. Oh mein Gott. Wie er mit dem Rücken zu mir steht. Entspann dich. Wow, please excuse me, I guess I lost. I'll give you your booster packs immediately. Easy win. Oh, das Mewtwo. Das ist echt ein krasses Mewtwo. Was war Psycrash nochmal? Das 10 Damage for each Energy. Ah ja, genau. Krieg ich noch eins? Oh. Zapdos. Standard-Packs hier. Nichts Besonderes drin gewesen. Okay, mehr kann ich hier, glaube ich, nicht machen. Aber vielleicht ist jetzt das andere Challenge-Ding offen. Ich muss es ja nicht spät machen. Ich kann es auch jetzt machen. Und es ist nur, man muss es nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt gemacht haben. We aren't holding a cup now. Das ist echt krass. Das heißt, es gibt nur diesen einen Moment, wo ein Cup ist. Und wenn du den verpasst, gibt es den Cup einfach nicht mehr und du kriegst die Karte nicht. Also vielleicht kannst du irgendwie anders die Karte noch kriegen. Durch Glück. Oder durch den Transmuter. Man kann sich ja hier Karten machen lassen. Oder halt, du gibst 5 Karten her und dafür kriegst du 5 neue Random-Karten. Keine Ahnung, wie random die sind. Ich könnte das Ding mal ausprobieren. Das war hier bei Pikachu, ne? Was hat es gekostet? Moment, muss ich jetzt die Coins wiederholen? Ja, ne? Okay. 39. Wie viel brauche ich für einen Black Transfer, oder wie der heißt? Bills Computer. Ne, das ist das mit der Promo. Ich kann es trotzdem probieren. You can trade in a Bills Computer Card plus one other for a rare card. Okay, also ich muss Bills Computer Card und dann gebe ich dafür. Zeig nochmal. Nee, zeig die Karte davor. Mann. Okay, wenn ich an Alpollo hergebe, kriege ich einen Gengar. Achso, das sind quasi Entwicklungen. Habe ich einen Gengar? Ich habe auch noch keinen Machomai. Ich versuche mal Machomai. Machoke. 5 Stück habe ich von Machoke. Ergeben. Yep. Das kostet ordentlich. Wenn ich kriege. Hallo? Ich glaube, die ist in der Mail dann. Ich muss 10-mal hintereinander Kopf werfen. Da kriege ich eine Mew-Karte. Okay. Okay. Oh, 10 ist so viel. What? Oh. Okay, das hat es Hoffnung gemacht. Ah, man kriegt sogar Kohle dafür. Okay, was war die Maschine? Die war, glaube ich. Nee, dann war das die da oben. Blackbox, 5 Chips. Okay. Achso. Und jetzt gebe ich 5 Karten her. Okay, speichern davor, logisch. Create a set of cards to send. Once all cards are selected, press the B button for the menu. Choose send to send the cards.
Okay, also ich versende jetzt 5 Karten und krieg 5 neue dafür. Okay, wo habe ich denn so richtig viele? Also 5 Bisasam braucht keiner. Ein Bisasam. Wenn ich irgendwo 5 habe, weg damit. Ich brauch nicht 5 Knofensas. Sechs Dark Rapidash. Pikachu 9 Stück. Okay, ein Pikachu weg. Und jetzt Send. Yep. Kostet 5. Und was kriege ich jetzt dafür? Ich kriege die dann per Mail geschickt. Hallo Sophie. Vielleicht kriegt man so auch so ultra seltene Karten. Ich will den Timecast nochmal machen. Das war krass. Schade. Yep. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, 10 miteinander Kopf zu würfeln? Ich glaube, man hat da einen Vorteil, weil es läuft viel zu gut. 6 war mein Rekord. 7, neuer Rekord. 8. Komm schon. Nein. Aber ich krieg so viel Kohle jetzt, oder? 1000. Oh mein Gott. I'm rich. Okay, wo muss ich hin, dass ich eine neue Nachricht kriege? Kartenrücken sind sogar dem japanischen. Ja. Klar. Ich habe ein Owei bekommen. Für die 5 Karten, ne? Owei. Ich krieg nur eine Karte für 5 Karten. Ich weiß nicht, ob der Deal so geil ist. The box has created some new cards. Did you receive any exciting new cards from the exchange? Ist aber nur eine gewesen. Okay, Bills Computer. Das ist jetzt das Matschemei, genau. Flying away. Ah, nee, fling away. Diese Karte sieht sehr hässlich aus. Okay, aber ist das random? Kriegt man da manchmal auch mehr Karten? Weil 5 Karten hergeben und dafür ein Owei kriegen, ist ein bisschen uncool. Aber ich habe jetzt Bock, irgendwie 10-mal hintereinander. Es ist so knapp. Aber es kann sein, dass es am Anfang extra so easy ist. Komm, 10-mal hintereinander. Ich war gerade bei 8. If you would have gotten at least, please try again later. Warum later? Will jetzt? Warum hat die mich rausgeschmissen? Das ist ja nervig. Ich war bei 8, Mann. Ich wusste es doch. Die machen das, damit man süchtig wird. Geben einem ein paar gute Puls und dann nehmen sie einem weg. Alles nehmen sie einem weg.
Was ist hier? Okay, so kenne ich das Spiel schon besser. Okay, wie lange soll ich das jetzt probieren? Ich brauche auf jeden Fall diese Karte wahrscheinlich. Also irgendwann muss ich das schaffen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Es ist die Wahrscheinlichkeit nicht 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2? Also 10 mal 2 mal 2 hoch 10? Also einiges. Ich weiß gar nicht, was ist 2 hoch 10? 2 mal 2, 4 mal 2, 8 mal 2, 16. Okay, ich habe schon nicht mitgezählt, wie viele Zweier das waren. eins zu 1024, dass ich schaffe. Oder? Ich glaube, so rechnet man das. Weil es immer 50-50 ist, also immer 2. 1 zu 2, mal 1 zu 2, mal 1 zu 2, mal 1 zu 2. Ach, dass sie aber auch nicht mich weitermachen lässt. Ich muss immer aufpassen. Das muss geskriptet gewesen sein. First Try waren 7, danach direkt 8 und jetzt komme ich nicht über 3. Okay, vielleicht mache ich das nicht jetzt. Aber ich muss jetzt aufhören. Hallo Drop. Und ich stream nicht heute Nacht Silent Hill, weil ich viel zu fertig bin. Ich muss ins Bett. Ich esse jetzt was Geiles, dann gehe ich ins Bettchen. Mit vollem Magen. Geil. Nee, mal schauen. Boomer. Schon, gell? Schon, gell? Ich habe einfach zu viel Chemikalien in diesen Arm gekriegt. Er tut so weh immer noch. Oh mein Gott. Wie kann das so wehtun? Was machen diese Viren mit einem? Dankeschön fürs Dasein. Schönes Wochenende. Ich bin wahrscheinlich am Wochenende nicht online. Vielleicht doch. Mal gucken. Und spätestens am Montag bin ich wieder da. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Brutalanda-Video, beziehungsweise schlagt es Leuten vor, die es noch nicht kennen. Andere Pokémon-Fans, wie ich einen Level 9 Brutalanda gefangen habe. Und vielen Dank fürs Dasein. Das dauert nicht mehr lang, dieses Spiel hier. Das geht dann alles sehr schnell auf einem Schwups. Und das startet die neue Serie Retro Achievements. Danach kommt Gale of Darkness. Ich habe noch nie Gale of Darkness gespielt. Gale of Darkness mit Achievements wird richtig geil. Tüdelü, tüdelü. Willst du Outro? Okay, du kriegst Outro. Tüdelü, tüdelü.